Ich würde sagen, rein. Ich würde sagen, wir schauen uns ein paar Videos an, Leute. Verliebt. Ui. Du bist fett geworden, Ed Rewinsel. Ich bin nicht fett, Digga. Ich bin extrem hübsch. Guck mal hier, ein paar deutsche Memes, oder? Ja, Digga. Ja. Schrei mich doch an, du Missgeburt. Siehst du dich da drin? Riese belästigt seine Gäste. Fass doch mal an, Julia. Jetzt. Julia will nie anfassen. Das ist mir auch aufgefallen. Bei dem Event von Marius. Julia will nie anfassen. Nie. Immer, ich will nicht. Lass das. Pack den wieder ein. Warum? Fass doch mal an. Anfassen umgreifen, tut ja nichts zur Größe. Umgreifen. Ich sehe die Größe doch. Umgreifen. Hier. Unangenehm. Unangenehm. Ist das nicht hör breit auf, genug? Ich will das nicht. Ich habe einen kleinen Schwanz. How? Ich habe einen kleinen Schwanz. Ich habe einen kleinen Schwanz. Bro, ich auch. Hey, das ist mein Boy, Toni Kroos. Bro, ja, Mann, ja. Wenn ihr da jetzt noch Tipps und Tricks habt, was der Boss sich jetzt als nächstes anschauen soll, dann sagt's doch einfach. Komm, erzähl's mir. Dann schreibt's mir doch einfach. Ja, so, Mann, ist das doch so. Zu schwer? Ja, nee. Hast ja ich habe doch keine Ahnung. Ja, same, same. Jeder deiner Freunde würde, wenn er könnte... Walla nein. Walla nein. Walla nein. Walla nein. Nein. Hey, ich schwöre, ich würde direkt, ich würde sogar ihre Füße lecken. Lass es! Womit kann man dir eine Freude machen? Mit Beleidigung, sei es, dass meine Oma mir heute geschrieben hat, ich habe in deinen Kommentaren die Kurensohn genannt, das feiere ich, das sind mit den schönsten Momenten. Ja, same, 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 no joke, bei mir genauso, bei mir 1:1 genauso, wenn mein Vater mir nochmal richtig schön an in die Fresse und sagt, du bist ungewollt, das ist der Moment, wo ich mich am meisten lebendig fühle. Was verkaufst du? Nur Hasard, 5 Euro. Halbe 5 Euro, zeig mal. Wie viel? Wie viel? Gib mir 3 Euro. 3 Euro? Ist ein guter Deal. Ey, ich bin Single, hast du Interesse? Ich hab Interesse, ja. So, ja, das Ding ist, sie trägt halt Klamotten von Kick, weil sie für Kick arbeitet. Ja, aber im Gegensatz zu Kick bist du nicht billig. Oh, der Typ kann was. Mach mal weiter. Chillig, Alter. Und was ist das für eine Versammlung? Wie viele seid ihr jetzt? Alter, was ist das für eine Versammlung und wieso... Ich sag nicht, wieso bin ich nicht eingeladen worden, weil die sind alle unter 18. Aber wieso ist der Revi, der damals... unter 18 waren nicht eingeladen gewesen, fragt er sich, ne? Klar. 20? Wir sind die Mädchen-AG. Ich komme aus dem Heim. Das ist auch eine Corona-Party, ist nicht legal. Du kommst aus dem Heim. Ja, wir alle. Also dir würde ich eine Unterkunft anbieten. Ach du Scheiße, Digga. So, ich würde sagen, das mittlerweile mit meinem Bart und so, das steht mir auch mehr. Oder findest du mich damals mit den Kröchterhaaren besser aussehend als jetzt? Ich finde dich jetzt ziemlich fresh, muss ich sagen. Du hast dich gemacht, Digga. Ich würde fast sagen, wenn Carsten sich eine komplette Glatze rasiert und eine richtig aggressive Bartfrisur stehen lässt und dann wirklich so Muskelshirt trägt und Shuffle tanzt unter einer Brücke, dann wäre er mein Traummann. Wenn ich mir überlege, Digga, mit was für einem Auto du damals die Weiber alle weggefangen hast, habe ich echt alle... Das darf man nicht vergessen, Leute. Ich bin auch extrem hässlich, aber extrem reich. Und egal wie hässlich ihr seid, Geld gleicht immer alles aus. Und deshalb mein Tipp an euch. Werdet einfach erfolgreicher. In Frauen gezweifelt. Ja, Bruder, Mann! Ich seh den Mond. Siehst du was? Ja, ich seh den Mond. Bro, das ist ne... Meine Mutter? Ist mein Fahrrad. Ist mein Fahrrad. Ist dein Fahrrad ganz bla bla bla, dass hier alt ist, ne? Mike, ja, alles gut. Kannst du damit fahren? Ich fahr mit dem Pedalbericht ab. Wie? Ich fahr mit meinem Schicherschlauch, ey! Oh nein, der Arme. Oh nein. Ey, da muss Agatha echt ein bisschen aufpassen, Alter, wirklich. Hier und Nürnberger Platz. Was sehe ich? Das sehe ich. Genau. What the fuck? Bismillah Rahman Rahim. What the, okay. Mach wie Trimix und gib 10 Euro aus. Boah, ich mach jetzt erstmal wie Kevin und schieb mir erstmal einen fetten Pancake hinten rein. Oh ja, Kevin, ich will dir was anderes hinten reinschieben. Ich mach wie Revi und schieb dir was anderes hinten rein. Onkel! Onkel! Wie findest du das Auto? So! Gib Gas! Gib einen Kickdown! Ein Kickdown! Ein Kickdown! Onkel, gib Gas, Onkel! Onkel, ein Onkel! Eine jetzt! Eine jetzt! 3, 2, 1! Komm! Oh! Chillig, Alter, chillig. Geil. Geile Oper.
Ey, ich bin der Noah, ich gehe heute auf eine fette Feier und ich bin auch dabei. Das ist der Franz, er ist auch dabei. Ich bin Jurik, ich bin auch dabei. Und ich bin Ulf, ich bin nicht mit... Alter, wieso ist Ulf nicht mit dabei? What the fuck? Merkst du nix? Ist hübsch, hübsche Haare. Ich war gestern beim Friseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lass es. Jetzt, was gehst du dieses Jahr? Prinzessin! Ja. Hätte ich auch ohne Kostüm erkannt. Ich kann nicht sagen. Ja. Ja, geh noch einen schönen Stuhlgang und feier schön. Ja. Okay, alles klar. Wo soll ich mich hinsetzen? Bitte neben meinem Jungen, bitte neben meinem Jungen. Du setz dich bitte da neben Aileen, ja? Was? Was? Ja, okay. Was soll der Scheiß, diese dreckige Schlappe? Guck, die ist so hässlich, du dreckige, hässliche Mann, ey, Mann. Ey, Chat, ich wünsche dir noch einen schönen Stuhlgang. Wo soll ich mich hinsetzen? Bitte neben mein Mädchen, bitte neben mein Mädchen. Ja, Moment, ich muss mal gucken. Bitte, bitte, bitte. Oh, oh. Ach nee, doch nicht. Jackpot, Bruder. Da ist ja ein Platz frei. Ich setze mich einfach da hin. Nee, setz dich lieber neben Stefan, ja? Stefan? Was? Ja, okay. Kein Problem, kein Problem. Jetzt muss ich neben so einem Hurensohn sitzen. Guck nicht so hässlich, du Hurensohn. Schatz? Ja? Wie fängt eine Frau einen klugen Satz an? Mein Mann hat gesagt. Ei. Ryan Stecken mit 5 Euro. Jo, Brudi, machst du heute meinen Namen? Gönn dir, Bruder. Verstehe nicht, was er meint. Ich auch nicht. Wenn du jetzt aufstehst, fick ich dich. Wieso stehst du auf, Digga? Junge, du stehst auf! Ja, meine nicht, oder was? Zu zweit? Gleichzeitig? Okay. Oh nein, Wallah, ich vertraue dir. Einer kriegt's nie Eier. Warte. Nein, nein. Warte, komm. Warte, warte. Ah, du kleiner Wichser, das war knapp. Olli ist am Start, geh mal runter auf die Knie. Oh, komm, lass, ja, mal, ja, das lass, ist lass live noch mal eine Runde Schick-Schack-Schong machen, Digga. Okay. Aber er will immer mit Brunnen spielen. Digga, mit Brunnen spielt man nicht. Man spielt Schick-Schack-Schong, Stein, Schere, Papier und wenn man verloren hat, dann zieht man ein Messer und sticht den anderen ab. Ja, ja, ja. Ich hab gesagt, ohne bin ich nicht so gut, ne? Ja, das ist jetzt schwierig. Man. Warte, ich muss auch voll nochmal. Digga, ich hab gegen fucking Monte 100 Euro in Schick-Schack-Schong verloren. What the fuck, Alter? Digga, der spielt das. Montana Black spielt fucking Schick-Schack-Schong so. Als würde es um sein Leben gehen, Digga. Der guckt mich, no joke, wir spielen. Er guckt mich erstmal so an, so. Und dann analysiert er mich, Digga. Der guckt in meine Seele. Und dann zieht er mich 3 zu 0 ab, Digga. Junge, das ganze Automaten-Gang, Alter. Ja, ich kann mal kurz überlegen. Ich glaube auch, ich weiß, was ich mache. Okay. Schick-Schack-Schong, du Hurensohn. Schick-Schack-Schong. Oh, du scheiß Hurensohn. Bam! Warte, ich muss kurz überlegen, was du machst. Nein, ganz kurz. Schick-Schack-Schong. Ja, ich wusste es, Mann. Warte mal, jetzt hab ich's vergessen, Digga, weil du gelabert hast. Was soll ich jetzt nehmen? Schick-Schack-Schong. Ja! Schick-Schack-Schong. Ja! Oh, komm, ey! Er kann immer nur mit Scheiß-Dings. Er kann immer nur mit... Warte, das fahr ich dir. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Chilliges Lachen. Geil, Alter, Junge. Woher? Wie chillig. Also, war ein chilliger Abend, ne? Schlaf gut bis morgen, Digga. Vielleicht noch mit. Digga, no joke. Ich erinnere mich, ich musste mich früher bei einem Kollegen... Ey, ich habe auf einer Hausparty geschlafen. Wir waren so 14. Ich habe beim Kollegen auf einer Hausparty geschlafen. Ich habe mir eine Jacke genommen. Ich hab im Wohnzimmer gepennt, mir eine Jacke genommen von seinem Vater, hab mich damit so zugedeckt. Und es ist 8 Uhr morgens, der Vater kommt, nimmt die Jacke von mir weg und fährt arbeiten. Ich hab gefroren. Der Vater hat die Jacke einfach weggenommen. Ich habe gefroren. Um 8 Uhr morgens nimmt er die Jacke und fährt weg. Das war meine Decke, Alter. Alle hatten eine Decke, nur ich nicht. Junge, ich hasse das. Immer mit Teppich und sowas zugedeckt und mit so Sachen, die rumlagen einfach. Decke haben oder so? Ach so, ja klar, warte. Ich hätte hier noch einen Schlafsack. Super, danke.
So fucking relatable. Veganer oder Vegetarier? Was ist das? Veganer sein oder Vegetarier sein, dass man auf bestimmte Lebensmittel verzichtet, die tierische... Nein, ich verzichte nicht, ich verzichte, ich esse alles. Ich komme aus Island, ich esse Walfleisch. Oh, ich esse Fahrräder, ich komme aus Braunschweig. Oh, komischer Flex. Ne? Wenn ihr euch eine Hose kauft, worauf achtet ihr? Dass sie bequem ist und nicht, dass die vom Kinder gemacht oder so, die ist verprägt. So. Ja, wenn die bei Kindern gemacht ist, ist sie immer zu eng, ne? Ja, genau. Einer fühlt sich im Raum jetzt angesprochen, frag es wer. Ja, deswegen, also ihr achtet schon darauf, dass die Hose locker sitzt, ne? Klar. Ist das bei dir dann auch so? Hallo? Na, bist du behindert oder bist du behindert? Oh nein. Oh, achso. Ja, okay, ja. Alles klar. Türkische Arbeit immer. Ja, türkische Arbeit passt trotzdem nicht da rein. Türkische Arbeit, mehr Arbeit, weniger Geld. Ist denn, das ist zu hoch für den Fahrstuhl. Ha? Was nicht? Amana würde man, komm, kein Massage wetten machen, Amana würde man. Ja, okay, wetten wir. Okay, ja, wetten. Wetten. Wer hat gewonnen? Du gibst mir Thai-Massage dann. Willst du unbedingt? Ja. Okay. Okay. Du willst von mir jetzt eine Thai-Massage? Ja, jetzt den Kinkulit mitgenommen, Mann. Ja. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war die erste Folge von der Kevin und Koch Show. Die Kevin und Koch Show. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ihr könnt ja mal auf Abonnieren drücken und liken und die ganze Scheiße. Nein, Kevin, nein. Und haut da rein. Das war's von der Kevin und Koch Show. Die Kevin und Koch Show.